ach, das machen wir mit links. Nee, ich male eigentlich lieber mit rechts, aber mit links kann ich auch malen. Also, ich bin ja dadurch der Schlagzeuger, bin ich beidhändig. Ich wusste gar nicht, wo dein Atelier hier ist, weil jeder Raum gleich aussieht hier in dem Haus. Das ist ein Phänomen hier. Das ist auch so geplant. Das ist ja eigentlich ein Seniorenstück. Weißt du, dass das mein erstes Mal ist? Ja, ehrlich? Mhm. Das erste Mal? Mein erstes Mal. Das muss ich erst mal hinkriegen bei dir. Das ist gar nicht schlecht. Ja, aber es war immer ein großer Wunsch von mir. Ja, das geht ja in Erfüllung, würde ich sagen. Porträtiert zu werden. Und jetzt habe ich auch noch so einen großen Künstler von mir, der mich porträtiert. Das ist doch Wahnsinn. Machen Sie ein bisschen mehr Haare mit, bitte. Ja, klar, klar geht aufs Haus. Ist doch logisch. Du weißt, dass ich Wienerin bin, ne? Ja, wie schön wäre Wien ohne Wiener. So schön wie eine schlafende Frau. Kannst du den auch ganz anders malen? Zum Beispiel Bleistiftskizzen oder sowas? Ja? Ja, ich habe ganz viele Serien davon. Also ich meine auch vom Style her. Ja, so fängt der Ärger an. Also ich kann also Feinzeichnung machen. Ich habe also Fotorealismus gelernt. Und geht, also nur derjenige, der das die eine Seite kennt, man kennt auch das Gegenteil. Also wenn du gegenständig malen kannst, weißt du auch, was abstrakt ist. Bist du viel in der Stadt hier? Ich war viel in Palma, ja. Also ich gehe dann was essen im Rezis oder so und dann... gehe ich hoch zu dem Jazzclub da. Ne? Da gibt es an der Ecke so einen Jazzclub und spiele dann selber mit. Ah, der Jazzclub ist schön. Ich gehe dann der spiel ist da ja selber legendär, mit. Unheimlich heiß. Allerdings. Boah, Tresor. Also ich bin da verlierst du, wenn du eine Stunde Schlachter spielst, kannst du dir jede Diätkur kannst dir sparen. Schon fertig oder was? Oh, gleich. Ja. Ja, ist ja nicht so kompliziert bei mir. Ja, du bist schon, muss man sich schon angucken. Also, wie bitte? Das muss man sich schon angucken. Also, du hast eigentlich eine Physiognomie, also ne, wie was? Ja, wie was? Wie du so, ne? Ja, also Persönlichkeit ist immer Persönlichkeit. Das kannst du nicht, kann man leider nicht austauschen. Und dieses Stereotype gibt ab einem gewissen Entwicklungsstadium der Persönlichkeit nicht mehr. Da kommt das einfach ein bisschen stärker durch. Ja, wann bist du hier? In etwas über ein Jahr in dem Haus. Mhm. Und das war auch, das habe ich alles alleine gemacht. Das war ja nicht, also auch alles alleine gemalt, gemacht. Und das, alles, was hier ist, ist hier entstanden in dem Jahr. Alles, was das ganze Haus, was hier ist, ist hier entstanden. Und hier dazu mitgebracht? Nein, gar nicht. Nicht ein das Stück. Das ist gigantisch. Gut, du bist ganz oben, ganz schwarz hier oben an der Stirn. Ja, bin ich ganz schwarz. Nicht, dass die Leute denken, du hast da irgendwie einen Bluterguss oder. Weiß ich nicht. Wir hätten uns gestritten vorhin. Meinst du, haben wir uns gestritten? Weil ich mal das Bild kurz gesehen habe. Ach so, also hier so. Da musst du ein bisschen mehr noch. Ja, ein bisschen mehr noch. Also. Entschuldige, dass ich zwischendurch weggucke. Ja, das. Ja, ganz kurz so. Sehe ich was von hinten? Leider, nein. Kommt aber. Aber du hast jetzt ganz schnelle, grobe Striche so gemacht. Ja. Stimmt mich schon etwas bedenklich. Meinst du wirklich? Oder ist es nur, sind es die Muster vom Hemd? Das kommt auch jetzt. Ja, da bin ich gerade mit beschäftigt. Aber ich liebe große Bilder. Ich habe nur leider die Räumlichkeiten gar nicht dafür. Aber so richtig großes Bild ist festiv. Da kannst du auch, da trinkst du eine große Flasche drunter, dann hast du einen großen Tisch. Ja. Dann hast du einen großen Spaß. Ach, was trinkst du da nebenbei immer? Das ist kein Getränk. Das ist Eierlikör. Ja. Zu lange mit Udo zusammen gewesen. Also. Genau. Gold. Das ist schon mal gut, das gefällt mir. Das geht ja nicht anders. Aber. Es ist doch alles Gold, was glänzt hat. Meine Frisur oder für meine Augen. Weißt du, was das Schöne ist an dem, was du machst? Dass du entscheidest, wann du es machst. In meinem Beruf brauche ich jemanden als Schauspielerin, der mich will, der mir ein Drehbuch schickt, der mit mir drehen möchte, der mich besetzen möchte. Dazu braucht es einen Regisseur, eine Produktion, eventuell einen Sender. Das heißt, ich kann ja nicht rausgehen auf die Straße und sagen, ich werde jetzt mal Texte von Shakespeare hier vortragen. Ich sehe ja hier, ein bisschen leuchtet was durch hier. Ne? Das, ja, ja. Ja, deswegen ist das hat die Gespräch Sonja auch mitgekriegt. Deswegen ist das Gespräch auch jetzt hiermit beendet. Ja, meinst du, ja? Nee, war ein Scherz, mach dir keine Sorgen. Also wir heißen Petit Camp Punta Port. Wir liegen im Hafen von Molinar Bortic Scholl. Das weißt du. Das weiß ich. Wir haben eine kleine Karte und ich sehe mein Vintage Bohem Restaurant als fast als Taverne. Das heißt, ich möchte nicht so viel verändern, was jetzt innen drin schon seit 1920 original ist. Ich habe nur Künstler reingenommen,
Die die Wände bemalen, die die Lampen machen. Also willst du die Grundstruktur nicht groß verändern? Nein, ich mache die Seele drin lassen. Eigentlich nur das Beseelen nur. Genau, ja, und auch die alte Seele drin lassen und meinen neuen Spirit reinbringen. Ja. Ja, also wenn du so viel von Van Gogh redest, ne, kommt das auch ein bisschen durch jetzt. Ach so, ja, dann rede ich mal von... Denk dir mal einen aus, den du jetzt auch noch hier haben willst, auf den Einwand. Du, ich mag das, wie du darüber denkst. Ja, also, das war schon immer so bei mir. Ein Glück. Ist gut. Das ist schön. Ja, weil du reflektierst so stark. Du gehst raus in die Welt und nimmst sehr viele Dinge auf, die die meisten Menschen bewusst jetzt mal, sage ich mal, gar nicht so mit sich nehmen. Das ist mir klar. Also ich sehe die Welt wirklich komplett anders. Das ist mir schon klar. Du malst jetzt ein Bild, was du mir schenkst. Ja, und guck mal, und habe ich schon wieder mal 1 Million im Sack. Du hast auch noch. Das ist meine Lebensversicherung, das Bild. Du. Das könnte gut sein. Da muss man vorsichtig sein. Aber und Männer sind dann, weiß ich auch nicht, ich weiß gar nicht, was das ist, warum die so früh sterben. Warum die früher sterben. Ich weiß gar nicht, woran es liegt. Ich kann es mir nicht erklären. Die sind mehr, also da ist wahrscheinlich irgendwie dieser Männlichkeitswahn mit, man muss mehr trinken oder untereinander. Das fängt wahrscheinlich schon in der Jugend an, dass Mädchen sich einfach nicht mit einem Trichter betrinken, wenn man ein Abitur macht oder so. Das habe ich bei meinen Jungs gesehen, als er sowas war. Ne? Das machen die nicht. Ne? Gibt es auch Bilder, wo du sagst, fertig, scheiße, schmeiß ich weg? Nee, also ich gebe nicht auf. Also ich lasse das gar nicht aus dem Stall, das Ding dann. Also aber kommst du auch mal bei einem Bild nicht weiter? Ich lasse das ein bisschen ruhen, dann kriege ich das einen Abstand. Aber kommst du mittendrin, während du ein Bild malst, auch nicht weiter und denkst irgendwie, Das heißt, hast du eine Vorstellung? Dann habe ich schon falsch angefangen. Hast du eine Vorstellung am Anfang, wie das Bild fertig aussehen muss? Auf keinen Fall. Oder lässt du es laufen? Auf keinen Fall, ich habe gar keine Vorstellung. Sonst wird das nichts. Aber weißt du, ich male jetzt einen Frauenkopf oder ich male ein Pferd? Eine Stimmung ist wichtig. Also, kein Objekt, das Thema ist mir egal. Also ein Pferd, ich habe mit so vielen Pferden gelebt, das kann ich mit verbundenen Augen. Also. Wenn du einmal ein Kind unter deinem Herzen liegen hattest für 9 Monate, dann weißt du eigentlich... Hast du was schön gesagt. Dann weißt du, dass es nichts Schöneres gibt und dass es dafür sich schon lohnt, nur Frau sein zu wollen. Du, es könnte auch bei dem, wenn du dich an der Staffelei setzt, könnte auch ein Pferd bei rauskommen. Bei meinen Porträts ist das oft so gewesen, die ich gemacht habe mit verschiedensten Menschen aus der Welt. Das ist ja Klaus, das sieht aus wie ein Pferd. Nein, das ist so gewesen, wenn die Leute mit mir reden, dann passiert das, was sie mir erzählen, im Bild. Irgendwann taucht auch, wenn du länger mit mir reden würdest, dann entscheidet auch noch rechts ein Pferd. Das könnte jetzt alles auf dem Bild sein, über was wir geredet haben? Ja, so ein bisschen. Wenn die Leinwand größer wäre und wir ein bisschen mehr Zeit hätten, wäre das garantiert der Fall, ja. Machst du meine Originalaugenfarbe? Das muss nicht sein. Also ich mache die ich für richtig halte. Welche heißt du denn für richtig? Ich bin neugierig. Ja, das kommt gleich. Nicht so verrückt werden. Es wird auf jeden Fall ein sehr interessantes Bild, muss ich sagen. Aber du gibst es mir? Ja, ich meine, kann man einer Frau was abschlagen, wenn die auch noch gut aussieht? Ich packe es einfach und laufe. Du nimmst das einfach und rennst weg. Ich nehme es und laufe, ich renne. Ja, du nimmst den Türdrücker mit und habe ich keine Chance mehr. Nein. Also es gab noch nie... Ein Fall, wo du mittendrin am Malen warst, sagst du, so eine Scheiße, schmeiß ich gleich weg. Nee. Da bist du kein wahrer Künstler für mich. Nein, du hast falsch. Gibt's nicht. Ich habe auch Filme gemacht, die ich bis heute scheiße finde. Verrate ich natürlich niemanden. Nein, das Bild habe ich einfach nicht aufgegeben. Ne? Ich habe das Bild, gerade dann, wenn es mir nicht gefiel, habe ich gesagt, hör mal, pass mal auf. Ich krieg dich noch. Und das klappt, weil ich da Holzplatten draufgenagelt habe und habe das durchgesägt. Aber ich habe das zum Objekt gemacht am Schluss. Das war der Hauptträger. Und dann hast du am Schluss gesagt, na gut, dann bist du halt ein Objekt. Dann bist du halt jetzt ein Igel. Oder? Okay, wenn du es unbedingt so willst, dann haben willst. Ne, dann das hätte so schön werden können. Jetzt bist du halt ein Igel. Jetzt bist du kein Pferd mehr. Das ist jetzt mal ganz klar. Also das Bild schuld, ne? Nicht das Bild. Ich war da gar nicht so. Nein. Ich habe 2 Themen, die mich sehr interessieren, über die ich jetzt aber noch nicht sprechen kann. Das eine ist aber näher bei mir, das andere ist, hat alles mit meinem Leben zu tun. Aber es ist keine Biografie. Es sind biografische Auszüge, würde ich so sagen. Und das interessiert mich gerade sehr. Ich schreibe einen Tag und denke, ich
ich mache das gigantisch und dann lese ich es am nächsten Tag und denke, wer will diesen Scheiß eigentlich lesen? Dann kann es gut werden. Kennst du dieses? Dann kann es gut werden. Man muss der Sache auch einen Abstand geben. Also ich verwerfe manche Bilder, dann denke ich, ich habe wahnsinnig verrückte Sachen gemalt und dann stelle ich am nächsten, sage ich, in dem Moment kann ich die gar nicht ertragen um mich herum, weil sie zu risikofreudig waren. Und dann so eine Woche später sind das meine allerliebsten Arbeit. Aber das siehst du im Grunde wirklich genauso. Das, genau. Du musst eine Situation schaffen. Du musst eine Situation schaffen, in der du gut sein kannst. Lass mich doch mal ausreden. Ja. In Situation, ist deine Sendung oder meine? Nee, deine, scheiße. Ja, nee, irgendwie durcheinander. Ah, ja. Unsere Sendung. Unsere Sendung, ja. Ja, das kann ich nichts für jetzt. Also, sobald es der Anfang ist, ich habe echt einen tollen Mann auf dem Finger. Ja, ich sehe da. Aber, ich bin gerade aufgeregt. Ja, wo waren wir stehen geblieben jetzt? Ja, ich glaube, jetzt habe ich dich schon langsam so eingefangen. Mit Farbe und Ideen so langsam so zum Leben gebracht. Ja. Hast du mich wach geküsst? Ja, das könnte man sagen, ja. Könnte man sagen. Ich bin aber schon, ich habe dich schon, weißt du, ich habe die Pferde weggelassen, weil das die Leinwand zu klein war. Welche Stelle meines Gesichts weiß oder meines Ichs weiß am schwierigsten? Das Gesicht nicht zu malen. Okay. Da bin ich die ganze Zeit bei. Weil es unmalbar ist. Nein, ich will ja gar kein Gesicht malen. Ich will irgendwie ein Psychogramm malen. Also, oh Gott. Ein Psychogramm. Und das, da bist du schon in einer Stunde fertig? Das ist, glaube ich, nicht. Ja, nee. Das ist nur ein Ansatz. Zeig dir mal so ein bisschen was von der Seite. Wow. Bisschen was von der Seite. Wow. Very nice. Also schön, schön crazy, ne? Die Nummer. Ich finde es wunderschön. Großartig. So, das sieht auch im Dunkeln gut aus. Also ich würde sagen, dass unser Gespräch hier mit den Van Gogh bis zum Schluss durchgetragen hat. Bin sehr gespannt. Hab ich jetzt nur ein Ohr oder was? Nein. Bis zum Schluss durchgetragen hat. Bis zum Schluss durchgetragen hat, der Van Gogh. Bis zum Schluss. Also ist der Van Gogh gekommen, der kam mir immer stärker. Also was mir schon mal sehr gefällt, sind die Farben. Das ist sehr, sehr fröhlich und bunt und positiv und lustig. Ja. Hast du einen guten Rahmen hier? Ja, ich würde jetzt, wir machen das zusammen, oder? Ja. Versprochen? Ja, versprochen. Freue ich mich. Ja. Weil der falsche Rahmen wäre jetzt vertan. Also du hast, der Van Gogh kommt aber auch noch stark durch. Also an verschiedenen Stellen, immer wenn wir darüber gesprochen haben, setzt er der immer ein, weißt du so, an verschiedenen Stellen. Und das ist hier das eine Ohr, hier das, oder? Wahrscheinlich, also das ist ja dran, wie du siehst, ne? Das andere. Ja, du kannst dazu dem Bild eigentlich gar nichts sagen, das ist ja durch dich durchgeflossen, das ist dir ja passiert. Ich gucke mir ja selber gerade an. Du bist aber nicht verantwortlich. Ich bin ja nicht verantwortlich für das Bild. Ich weiß. Das muss mir ja nicht optisch ähnlich sehen, ne? Das ist nee, ja nicht, das ist völlig unrichtig. Genau. Wie gesagt, das ist ja gar kein Pferd, sondern es ist ein Bild.